So, dann sage ich mal Hallo und herzlich willkommen bei Ikaros. Ikaros, der 12. Tag, der 12. Aufnahmetag, am Mittwoch, den 15.12. Obwohl jetzt schon der 16.12. ist. Aber es ist trotzdem der 12. Aufnahmetag, soweit ich da richtig gezählt habe vorher. Da habe ich mal hier so eine Textfile da drin. Genau. Wir befinden uns hier. Ich glaube, wir befinden uns hier. Mal für Protokoll immer wieder vorher anklicken hier. So, gestern haben wir noch viele Schweinereien gemacht hier. Und jetzt geht es einfach heute weiter. Wir haben nochmal gerade im YouTube-Video geschaut, wo der vorgelesen hat, die ganzen Hotfixes. Oder die ganzen Fixes von dem neuen Patch. Hatte ich ja auch gemacht heute früh. Und mal schauen. Jetzt gehen wir gleich rein. Ich muss noch im Stream das wechseln hier. Ausrufezeichen Setgame. Setgame Ikaros. Mach das hier, mach das Song. Erstmal schön duschen und dann frisch in die Eiswelt. Nee, ich koche nun nichts außer vor mich hin. Das ist ja okay. Einfach verträumt, vor sich hinträumen. Was alles kann's eh nicht. Weißt schon. So. Okay, das ist alles gut. 1440p haben wir. Uptime läuft. Herzgedönse läuft auch. Dann gehe ich mal in die Keros rein, oder? In die Keros. Das hier, wunderbar. Oh, ins Krankenhaus. Gute Besserung an der Stelle. Ja, es. Also, wenn du weibliche Sachen sehen willst, gibt es noch Milliarden andere. Weißt du? Also, da musst du nicht unbedingt hier bleiben. Also, dann ist ja nicht gute Besserung angesagt, sondern Glückwunsch hier. Dann ist ja eher Glückwunsch angesagt. Tut mir leid, dass du die ganze Nacht hier bleiben musst. Das möchte ich nicht. Wir suchen dir gemeinsam einen anderen Streamer. Okay, machen wir das so. Ja, jetzt erstmal die perfekte Auflösung hier. Das ist 1080 und das ist 1440. Jetzt hat. Je mehr Menschen auf dem Planeten, desto besser findet Gamma. Finde ich super. Da sind wir mal einer Meinung hier. Da muss ich mal hier OBS einstellen. Ich muss Discord einstellen. Bis jetzt Fernseher eingestellt und Monitor wieder. Ewig rumgemacht. Hier. So. Manchmal, der ist immer gemein, der versteht die Sachen noch nicht, die er schreibt. Weil er halt finnischen Humor hat. Mhm. So, okay. Gut, beides ist gestartet hier. Beides ist gestartet hier. Schauen wir mal, ganz viele Fixes hier. So. So, Enzo, wo bist du denn hin? Ist Enzo am Start? Oder nicht? Dass wir mal eine neue Mission machen. Bist da? Ui. Ein wiederkehrendes Abo. Wow, Hammer. Einfach schnabuliert hier. Schnabuliert für 3 Monate. Vielen, vielen herzlichen Dank, Fufi Sufi. Für 3 Monate. Manche sagen, nach dem 2. ist der 3. der wichtigste. Vielen Dank. Lass dich drücken, quetschen, wie du möchtest. Dankeschön für den Support. Kuss.
Wunderbar. Danke dir. Support ist da. Das war die Bezahlung für das Ziehen heute früh, wa? Finde ich gut. Weiter so. Ja, ich meine, ich komme nicht gegen weibliche Sachen an, ne? Also ich meine, will ich auch gar nicht. Ich kann dir ganz, ganz viele Wohnzimmerplanschbecken empfehlen oder ganz, ganz viele Ohrputzanlagen. Gar kein Problem. Ach so, jetzt, ja okay, jetzt muss ich das Ding ja von Steam ausmachen. Das ist ja doppelt jetzt hier. Warte, nur kurz beenden. Jetzt sei mal nicht so, sich so prüde. Das sind super geniale Kanäle, die feiere ich und ich habe sie jeden Tag am Laufen. Ohne die könnte ich gar nicht mehr leben. Aus. Nur kurz, nur noch mal Neustart des Spiels. So unheimlich, wenn das Licht heller und dunkler wird. Jetzt sah man nicht so. Mörder scheißegal, ob du DC bist oder nicht. Who the fuck cares? Hallo? Hola, Chica. Was geht ab? Was läuft? Ach, nix. Grad 5 schon. Ja, guten Morgen, sag ich dir nur. Du bist ja eben aufgestanden. Oder? 21 Uhr ist ja eben erst gewesen hier. Ja, vor 3 Stunden. 4, 3. So. Ich muss schauen, ob der Planet voll ist hier. Mal gucken, ob da noch Ressourcen übrig sind hier. Ich hab noch lange gemacht. Du hast ja geschrieben, 13:30 Lul. Hab ich gesehen. Was sollte der Kommentar? 13:30 Lul, das ist frech. So. So. Ich würde sagen, mach mal eine Power-Missionsquest, oder? Power-Missionsquest. Hast du Bock? Bist du dabei? Durchstarten, Enzo, oder? Wie geht's dir? Auf jeden Fall. Ja, ganz gut. Soweit. Wie geht's denn noch verpennt so? Wie geht's deinem Arsch? Dem geht's gut. Okay. Das freut mich. Soweit sicher. Bis ich da wieder dran bin. Bis der Anaconda wieder kommt. Ja. Oh lala, oh lala, oh lala. So. Was für Mission habt ihr noch gemacht? Ja, nur wiederholt hier. Ich hab gesagt, ich mach keine neue Mission mache ich nur mit ihnen. Alles klar. Weil Bruder und Freund und so. Und da haben wir nur alte wiederholt. Wir haben die mit dem Mammut gemacht. Komm mal, du Arsch. Die mit dem Mammut haben wir nochmal gemacht, weil die hast du ja auch schon nochmal gemacht, glaube ich. Oder die eine der Entdeckungsmissionen da. Also einmal nochmal die mit dem Mammut und die mit diesem exotischen Dings da haben wir gemacht. Ah, okay. Ganz entspannt. Noch ein paar Jungs und Mädels hier im Stream. Hier. Die wollten aber mitmachen. Du warst weg, dann kamen alle und wollten mitmachen. Voll geil. Kaum, ja, mega, warst du weg. Haben wir es gefeiert. Kaum was gefeiert. Habt ihr gleich Party gemacht, ja? Okay. Klar. Gut zu wissen. Ja, Tatsache. Ja, dann ist das Fuffis auch wieder dabei. Ich weiß nicht, ob Zero da ist. Hier. Was denn? Ach, das ist falsch. Muss ich gar nicht hin. Ja. Wer hat denn dann alles mitgemacht? Wir waren zu fünft oder so, waren wir. Okay. Das war Fuffi Sufi, haben mitgemacht, Zero mitgemacht, das war der Kai. Dann hat noch Cooper mitgemacht. Und wer war noch? Hab die Namen alle vergessen hier. Oha, richtige Party oder was hier? Also ich sag dir was. Der Skill, dass der Bär da verlangsamt oder gestunt wird, ist ultra. Also, echt jetzt? Must have. Du gehst dahin,
Und die schießen einmal auf den Bär und dann ist er einfach gestunt für 10 Sekunden. Und du kannst hingehen, sogar messen alles. Der macht nichts mehr. Und der ist entweder ultra geslowt oder gestunt. Immer wieder. Du, also, das ist kein, also das ist so einfach. Hey, ich brauche einen Punkt, dann krieg ich das auch, aber ich krieg halt den Punkt nicht. Du meinst, ich sollte umskillen, ja? Ja, nicht schon wieder. Die haben bisher jetzt schon, brauchst du nicht. Das haben jetzt schon zwei von denen. Ja, dann... Das passt. Also, geil, wir haben uns auf einen Bär gestürzt, Alter. Wir haben Bären gesucht ohne Ende hier. Okay, ja, dann können wir ja hier, Dingens machen, oder? Ja, die Main-Mission. Weiter geht's hier. Extermination. Die. Hardcore. Porno-Mission. Ja, genau. Immer die Porno-Mission machen wir. So, Fuffi ist auch schon ein Ding. Zero macht auch mit. Und den anderen habe ich jetzt nicht angeschrieben, weiß ich nicht. Ja, wir müssen halt einfach ins Ding kommen, ins Stream kommen dann. Hey, ihr Säcke. Wir haben wieder Würstelparty heute, oder? Ja. Mit euch? Sack. Voll geil. Immer ja, Würstelparty. Diesmal dachte man uns, wir kommen schon, auch wenn er noch da ist. Boah. Da traut es euch aber was. Also, ich weiß, das wird eine scheiß Nacht, ey, so. Ihr wisst nicht, ob ihr euch einlässt. Lasst. RIP. Wie geht's euch, ja. Jungs und Mädels? Gut, da ist der Doppelstun ja wieder da, ne? Ja, deswegen. Also, natürlich seid ihr nicht deswegen da, sondern weil wir euch natürlich nicht mögen. Deswegen, ja klar. Und weil wir euch nicht mögen, verbringen wir mehr Zeit mit euch. Vielleicht mögen wir euch dann. Oder hasst euch noch mehr. Mal gucken. Schauen wir mal. Klar. Was haltet ihr von einer, habt ihr Bock auf Hardcore mit uns? Zwinker? Ja, bin ich dabei. Hardcore mit dir immer gern. Har. Okay, wir haben für die Mission 5 Stunden, 55 Minuten. Also 6 Stunden haben wir. Wir können die 5 Minuten noch rausholen, indem du einmal zurück zur Charakterauswahl gehst und nochmal in den Charakter rein, dann startet die Zeit noch. Okay, ja, das kann ich gleich machen. Oh, ich meine, das macht nicht viel Unterschied, aber... Ja, doch, falls wir die 5 Minuten brauchen, wird es bei 6 Stunden sind 5 Minuten vielleicht nicht verkehrt. Genau. Wir haben Enzo dabei, die Krücke. Ne? Enzo ist im Stream Smartline Records, oder? Ja, genau. Und Serum, wer bist du eigentlich im Stream? Ich bin der mit dem Winke-Smiley. Das ist super, ich sehe kein Winke-Smiley. Ach da. Die Lautstärke hier anpassen. So, ich habe Zero leise gemacht. Fuffi weiß ich noch nicht genau. Fuffi wird auch mal leiser, mal lauter. Das ist, ja. Aber wird schon passen. Du musst ja nicht jeden Depp im Stream hören, Kappa. Was da reicht ja schon mich als Depp, Kappi. So. Okay. Ja, da haben wir wieder Live-Bild von Enzo wieder diesmal. Zero hat dich gut vertreten, Enzo. Dem Live-Bild. Okay, nice. So. Nicht, dass ich direkt Ersatz gefunden hätte. Kappa. Man will es wenigstens nicht so ausdrücken, ja. So, nee, niemals. So. Alles gut. Ist doch schön, dass Ersatz da war. Ja, ich hatte überlegt. Weil wenn er jetzt gesagt hätte, du kannst, wenn du willst, auch gern was anderes machen, dann wäre das anders gewesen, ne? Ich hatte überlegt, mache ich vielleicht ein bisschen hier Fahrrad fahren oder Snowboard fahren mit RS Republic, aber dann haben die welche gesagt, komm, wir würden mitmachen und so, dann, ja, why not? Ne, es hieß eigentlich, dass die Mission hier Dingsbums ist. Boah, geil, Geschenke. What? Was hast du getan? Einfach an den Kay geschenkt hier. Danke, Fufisufi, und gratuliere, Kay. Danke dir. Krass. Also richtig Gönnerlaune hier. Danke dir, Fufi, für den Support hier. Kuss. Support ist kein Mord. Auf jeden Fall, ja, da haben sie recht hier. Dann willkommen so. Im Sabarino-Team, Kai. Jetzt kannst du Schweinereien machen. Workshop. Ich schau mal mir fällt immer noch die Hände. Ich schau mal nochmal kurz diese Sachen an. Kaufen. Würde ich nicht machen. Nicht zu empfehlen, sind scheiße. Habe ich gestern probiert. Oh, endlich. Ich hab die Rüstung komplett. Ja, die ist eh nicht so geil. Kriegst du aus dem Frostbeulen. Habe ich gemerkt. Mir jetzt mal noch den Kälteanzug dazu geholt. Das ist zu teuer. Leider habe ich einen anderen gelernt hier. Aber ich würde mir den auch holen, tatsächlich. Irgendwann mal. Komm, wir machen eine. Boah, geil, Geschenke. Was denn jetzt? Jetzt auch noch Enzo reingehauen hier. Danke dir, was ist denn los? Lol, danke dir. Gönnermodus hier. Dankeschön. Kein Problem. Dann willkommen zurück hier, Enzo. Ja.
Einfach Sabarino-Team jetzt auch hier. Jetzt kannst du auch wieder komische Sachen im Stream machen. Sounds abspielen, Maut spammen, Links raushauen, ohne dass ich dich da... Jetzt können wir Submode machen, wenn wir im Chat unter uns sein wollen. Ja klar, im Discord unter uns, im Chat unter uns. Beste, was wollen wir mehr? Einfach Würstelparty hier. Unser Pop, es brennt schon. So. Was soll ich jetzt noch kaufen hier? Also ich bin eigentlich soweit zufrieden. Das Einzige, was ich haben möchte, ist so eine bessere Spitzhacke. Das war's. Wenn ich später Credits über habe, werde ich mir immer die Pfeile holen. Und hast du gewusst, Enzo, man kann die gleichen Module haben? Doppelt, zweimal ja. Slot, zweimal Bewegungsgeschwindigkeit. Doppelbewegungsgeschwindigkeit, beste. Lol, echt? Ja. Ja. Dann hast du 10% nur durch die Module. Was ist das hier? Lol, was ist das? An item left on planet has been recovered by another prospect and returned to you, aber... Icon missing. Hast du jetzt ein Icon wiederbekommen, was auf dem Planeten verloren war? Ich hatte eigentlich alles. Der andere bekommt es ja immer. Ich habe ja eigentlich alles bekommen schon. Ich weiß nicht genau, was das für eine Nachricht ist. Icon missing. Beste. Ich find's ein bisschen doof, dass du halt 5 Plätze bei deinem Cargo, also beim Dropship-Cargo, besetzen tust durch deine Rüstung. Mhm. Sonst könntest du halt echt Spitzhacke, Axt, alles mitnehmen. Das ist aber, gerade das finde ich gut. Weil ja. Du könntest sonst alles mitnehmen und das wird es zu einfach wirklich machen. So musst du wenigstens ein bisschen nachdenken später. Wenn die Missionen mal ein bisschen stärker wären, dann wäre es schon sinnvoll. Da muss man schon nachdenken. Aber so ist es eigentlich egal, ob du irgendwas mitnimmst oder gar nichts mitnimmst. Schätze ich mal. Aber ja. Ich bin gespannt auf das Ende DLC, wie gesagt. Da verspreche ich mir viel von. Wo man auf dem Titelscreen schon die Monster sieht und alles. Titelscreen? Ich denke, also dass da die Story halt so weitergeht, dass dann die Monster in dem DLC quasi zurückfighten. Ja, natürlich. Das sind ja die Aliens am Planeten, oder? Oder wie? Ja. Oder wer sind die Monster? Ja, und das Ende DLC zeigt halt schon ganz klar und wurde auch schon angeteasert, dass es da zum Combat mit der Fauna, oder was ist das? Fachwort Flora und Fauna. Flora sind die Pflanzen und Fauna sind die Tiere, ne? Ja. Ja, richtig. Ach scheiße, das Herstellen kostet, 1000, die Vorstellung kostet auch schon 750. Die linke Axt, sagst du, Enzo, oder das Beste? Weiß ich nicht. Gucken. Ich würde erstmal das Item zum Feuerlöschen machen. Auf jeden Fall die linke Axt. Ja. Ja, linke Axt. Picke. Ja, ich sag halt, du magst, was ist alles Axt im Endeffekt. Ja, linke, Spitzhacke, auf jeden Fall. Bei Gold und Kupfer ist das, was nachher Bottleneck. Ja, ist halt Endgame. Kupfer und Gold. Eisen hat man im Endeffekt. Ja gut, ich rede aber jetzt nicht von der Main-Axt, sondern ich rede von der Axt davor. Also auch die linke. Also ich kann hier nicht holen. Spitzhacke. Ich hab die linke Spitzhacke, geholt, Entschuldigung. Ja, das wollte ich gerade sagen. Wer nimmt denn da bitte die rechte? Was macht denn die rechte? Die rechte hat plus 30% Verschleiß von Spitzhacken und die andere, die hat halt Movement Speed, Ausdauerverbrauch von Aktionen. Plus, kannst du weniger hauen. Ja, der Verschleiß ist Mist. Ja, das ist eklig. Warum sollte ich eine Spitzhacke nehmen, die 30% schneller kaputt geht? Mhm. Also, okay, dann habe ich das. Also ich könnte, theoretisch geht das auch, ne? Entweder ist das ein Schreibfehler und das sollte eigentlich Minus heißen. Dann würde ich es verstehen, dass du Haltbarkeit dazu kriegst, aber. Nein, also die ersten extra Spitzhacke, ich glaube Messer auch, kriegst du immer einen Negativeffekt drauf. Mhm. Und die teure, da hat es keine mehr. Ich glaube, ich lasse auch die anderen Gegenstände da, die blauen. Also ich habe sonst alles doppelt und dreifach. Oder soll ich die trotzdem mitnehmen, wenn sie kaputt gehen? Keine Ahnung. Mal schauen wir gleich mal irgendeinen Blödsinn halt bestimmt. Was nicht so wichtig ist. Also die Rewards sind ja auch nicht so wirklich geil, haben wir schon drüber gesprochen heute früh, dass es irgendwie nicht so reizvoll ist. Passt da nicht zu der Mission. So, okay. Also, Spitzhacke, Axt und Messer. Beste. Und der andere spart die Punkte noch für irgendwas. Ich weiß nicht für was. Keine Ahnung. Ich lasse weiterhin Speed und... Obwohl mich das Modul bereits mit...
mit Dingsbums, mit Inventory. Weil ob ich jetzt schneller laufe 5% oder nicht, ist eigentlich auch scheißegal. Ob ich möchtest jetzt... die 5 Inventory-Slots? Achso, nee, ich habe jetzt Kilogramm und Inventory aktuell. Stimmt, nicht Ding, ich habe Kilogramm und Inventory. Ich glaube, für die Mission jetzt wäre Movement Speed ganz geil. Weil wir sehr lange laufen und auch Zeit geht. Ich habe das ja noch gar nicht. Stimmt, ich habe nur dieses Player-Tracking. Ich glaube, ich kann mir das gar nicht kaufen, oder? Und du hast doch keine Credits, wie ich sehe. Ich meine, wir sind eh zu dritt unterwegs, ob wir jetzt 10 Minuten länger oder weniger laufen. Ja. Keine Punkte. Okay. Zero, wir rennen dann einfach vorne weg. Ja, er macht also das ich laufe im Zweifelsfall zum Dropship, wenn die 6 Stunden rum sind. Ja, yeah, das natürlich, klar. Also das, ich laufe 5,5 Stunden vorher los zum Dropship. Obwohl ich auch nicht daneben stehe. Ich dachte, du läufst dann zu einer Höhle. Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Zum Mund machen wir noch so. Höhle ist doch fast das gleiche Wort. Genau. Ach so, ja, natürlich. Es ist halt DH. Mhm. Also gehe ich nochmal zurück zur Charakterauswahl. Return to Character Select. Gehe jetzt da rein. Und dann fangen die 6 Stunden wieder von Anfang an, oder was? Neues Schiffgebiet. Mhm. Ich hoffe, dass das jetzt schwer ist, was wir hier machen. Ne? Stimmt. Töte und finde es extrem. 750 Punkte, okay. Das ist die gleiche Mammutmission wie die normale, nur halt in 6 Stunden. Ansonsten ist dein Charakter weg. Group 15's got a theory that exotics are affecting the life. Sonst für die Mammutmission? Wollen wir den wieder mit Bögen machen oder ja, wollen wir ein bisschen wie letztes Mal, oder? Ja. Wir sind 4 Leute, das kriegen wir doch mit. Wir sind 4 Leute. Wir haben die normale Holzflüge gemacht mit wie viel haben wir gemacht? Machen, oder? Ich weiß nicht, kann man das auch stunnen? Ja, das lang. Mammut? Ja, ja. Ja, klar. Das ist das Geile. Und Feuerpfeile haben wir gehabt, Leute. Feuerpfeile gehabt, Stun. Also noch nicht schon, ich muss kurz mit Server rein. Also, Feuerpfeile, wenn wir können, so ein bisschen. Wir tun uns dann sozusagen so ein Stündchen halt aufbauen, oder? Ja, Stündchen aufbauen. Stündchen oder den anderen? Den Langbogen. Das reicht, ganz normal. Jeder 2-3 Langbogen und fertig. Werde ich mal anfangen, so ein paar Beete zu machen und zu gucken. Das ist echt die gleiche Mission. Wenn ihr wollt, dann würde ich mich darauf machen, dass wir sogar noch einen besseren Bogen kriegen. Wenn die Stunde rum ist, dann gehen wir einfach mit Langbogen los. Lol, es ist 3 Uhr in der Nacht. Seit wann landen wir um 3 Uhr in der Nacht? Ja, weil das die Extremmission ist. Wow. Ja, aber es ist nie wieder Tag, oder was? Ja, nö, dann sag Bescheid, wenn es hell ist, dann komme ich runter. Ich schlaf da mal kurz. Ey, wir können uns im Bett trauen. Das bringt ja nichts, die Zeit, die läuft trotzdem weiter, oder? Hm. Na klar. So. Ohne Moment, Zeit läuft. Time is running out. Ich fühle dich ganz gerade extrem. Bist du sicher, dass du dem beitreten willst? Nee. Du kommst nie wieder zurück, sagt er. Das war's. Am 8. Freund, genau hier, Gamma. Ja, das ist das nächste, was ich freischalten will. Was den denn? Ganz großen Bogen oben. Okay. Ja, das wäre alt, auch geil. So. An Rüstung und alles kommt man halt übel schnell ran, an eine Fellrüstung und so. Aber warum hat der so viele negativ? Der hat 15 weniger Charge Speed und 10% mit Schaden. Ja, minus 15% Ladegeschwindigkeit. Ist das nicht schneller laden dann? Plus Ladegeschwindigkeit. Nee, warte. Die Ladegeschwindigkeit minus heißt ja, er lädt schneller. Ja. Stimmt, du hast doch den anderen Bogen, der hat minus Bewegungsgeschwindigkeit und minus Ladegeschwindigkeit und die Ladegeschwindigkeit wird der Bonus sein. Eben. Das ist negative Verneinung, oder? Wenn ich 30 Sekunden Ladegeschwindigkeit habe und ziehe davon 15% ab, heißt das ja, ich lade schneller. Das ist ja psychologische Kritik. Deswegen sage ich, den will ich unbedingt haben. Auch die Fallgeschwindigkeit bestimmt nicht. Da sollten sie mal die Buffs, also die Effekte rot oder grün darstellen, wenn die positiv oder negativ und vor allen Dingen 10% skalieren halt auch auf einen Crit. Das heißt, beim Crit macht sich die 10% Damage schon bemerkbar. Mhm. Ja, statt 1100. Du hast halt mit dem Langbogen, glaube ich, schon mehr Damage. Oder?
Minus, plus, Bonus, mein Gehirn geht kaputt. Das ist eh nur Beta, das wird schon noch geändert. Mehr Damage. Ja. Wir kommen bald von der Beta in die Alpha. Der Langbogen macht 25% Projektilschaden, also das ist halt schon 25% heftig. Damage Increase. Das ist schon heftig, ja. Aber die gleiche Mission nochmal? Nur schwerer jetzt? Mhm. Können wir jetzt beitreten? Die Zeit läuft. Entspann dich doch mal. Du musst doch hier rein raus, paar Mal. Ich bin halt ich bin die ganze Zeit am Arbeiten. Wir haben doch nur 6 Stunden. Ja, 6 Stunden. 5 Minuten. Spät. 5 Minuten haben wir nur. Jetzt könnt ihr beitreten, sorry. Könnte schon ein bisschen professioneller sein. Ich sehe wieder dein. Ich kannst du mich einladen? Schon mal bei mir gucken, ja. Maybe? Bin ich jetzt eigentlich online? Ich habe da was umgestellt. Nee. Das ist gut, dann hat das nicht geklappt. Nicht angezeigt. Es ist doch, das bist online, doch hast du. Bist online, Zero ist online. Smart ist online, doch, 3 sind 3. Ich hätte online. Sonst jetzt, wäre ich verzweifelt. Noch was anderes hätte ich nicht gefunden. Ich habe extra in der Kategorie Icarus jetzt bei den Freunden, mit Freundesliste anscheinend. Aber gibt 750 dafür, das ist eigentlich schon krass. Ja, wenn wir die 2 dreimal machen in 10 Minuten, kein Problem. Klar, machen wir Speedrun jetzt, los. Direkt mit dem ersten Holzbogen. Eigentlich. Wenn wir den gut kiten mit dem Messer. Ja, der hat so eine Stampfattacke und sich. Ja, müsst ihr nicht übertreiben jetzt hier. Also übertreiben wir nicht. Also, ich hätte gesagt, wir machen schon mindestens bis zum Recurve. Bis zum Langbogen. Ja, nee, Enzo, so lang doch nicht. Spinnt's jetzt. So lang dauert es halt auch nicht. Du brauchst nur eine Höhle, ein bisschen Alu und das war's. Hast du schon dein Recurve? Ich hätte gesagt, wir können es ja so machen, dass 2 Leute sich drum kümmern, dass Pfeile und Langbogen retten oder sind, also dann ist, was wir nicht brauchen. Und 2 Leute könnten sich ja darum kümmern, dass wir vielleicht einen Langbogen kriegen. Ja. Wie lange ich den brauche, um zu töten? Warte mal. Der muss mir halt sein Messer geben, dass ich ihn töte. Warte mal, was ich nicht töten. Danke dir. Boah. Schon geil, okay, dunkel, oder? Wer braucht Stein? Ich bin überfüllt. Hast du Proc gehabt? Naja. Ich hab einfach 500 Stein. Wo stehst du? Ja. Bringe. Hat schon jemand angegriffen, oder was? Du bist. Da irgendwo, glaube ich. Nee. 402. Okay. Let's go. Oh Gott, ich bin so überladen. Ja. Ja. Ach so, Moment, ich muss. Reichen dir 200? Monitor. Ja, solange du Platz hast, also. Ich mir ja, Hälfte wieder, alles cool. So, wunderbar. Ja, wird dir eh gleich hell, ne? Von daher, easy. Also ja, ein bisschen. Den Toten schon wieder aufheben. Also ein bisschen Tee sammeln, dann passt das. Höhle. Sind wir eigentlich ja gelandet? Achso, ja, wo letztes Mal halt. Höhle ist ja hier irgendwo. Ne? Oder? Ich würde direkt in die Höhle rennen und gucken, dass wir Stuff kriegen. Wo wollen wir unsere Hütte hinzimmern? Vor der Höhle. Vor der Höhle. Okay, das heißt, ich baue da eine Hütte. Oh. Mal schauen, wie die Spitzhacke so ist hier. Naja, schön rotes Licht hier. Achso, die verbraucht jetzt mehr Ausdauer, das ist ja frech. Ja, aber mit dem Skill merkst du das halt mal. Ja, ich weiß nicht, warum diese negative Effekte sein müssen, das ist ja jetzt alles nicht so schlimm. Schönes Koop-Spiel hier, kein PvP, von daher. Normal Gamma, alter andere Ausspielchen, klar. Es ist immer ein Thema. 0 geteilte XP, dankeschön. Nett von euch. Danke für gar nichts. Genau. Ist mein Traum hingeflogen. Also ich finde, für den Survival-Aspekt sollten wir direkt los. So wie wir sind. Weißt du? Ich hab schon einen Bogen, let's go. Könnten wir auch. Und wo ist denn die Höhle? Hier gleich, Enzo.
Sicher? Ja. Ach, das ist ja da. Ja, ja, genau, hier. Okay, kennst du okay. Doch. Ist doch deine Main-Höhle da, wo wir schon ein paar Mal waren hier. Ja, einmal. Zweimal mindestens, oder? Nein, hm? Einmal. Ich war nur einmal. So. Okay. Bogenpfeile stehen. Durchschaufspiel. Oh, schon wie hell ist es hier. Grüße, hast du Tipps bei den Grafeinstellungen? Mein Game schaut so schrecklich aus, obwohl ich einen guten PC hab. Ich spiele ein anderes Spiel, dann schaut's besser aus. Oh. Ja, was soll ich sagen? Das ist doch kein Zuckerschlecken hier, das Spiel. Also, ich habe alles auf episch, außer Nachbearbeitung und Schatten. Auf niedrig. Ein Zuschauer weniger. Und Blattwerk. Blattwerk hier. Ich weiß nicht genau. Also, wenn du es möchtest, dass es schöner ausschaut, musst du ein bisschen Schatten dazu fügen. Aber ich habe halt Schatten auf niedrig, damit ich in der Höhle mehr sehe. Aber so direkte Tipps, also mehr als alles auf episch, kann man auch nicht stellen, ne? Nachbearbeitung habe ich auf jeden Fall aus wegen diesen scheiß Blumen- und Tiefenschärfe-Effekte. Ekelhaft. Schatten, so, also geht halt nicht besser. Aber Schatten macht eine Menge aus. Nur da ich selber schon einen Schatten habe, brauche ich ja auch noch einen Spielenschatten. Sieht das denn bei mir jetzt anders aus als bei dir? Muss halt schauen, was für eine Grafik hat und was für einen Rechner du hast. Muss man so ein bisschen vielleicht anpassen, ne, an das Setup. Ein bisschen Hunting hier. Ah, ich habe hier sogar. Oh mein Gott, wir haben hier zweimal Gold in der Höhle. Was ist denn hier kaputt? Ja, die haben. Ist er nachgepatcht? Ja, geil. Geil. Dann können wir direkt auf den Oberhammerbogen gehen. Ach, klar. Wenn es Flimmet DLSS ausmachen. Einstellungen, Anzeige, DLSS-Modus ausmachen, dann flimmert gar nichts mehr. Ganz wichtig. Das heißt ja, doppeltes Super Flimmer System von Nvidia. Deswegen DLSS. Kein Problem. So, ihr seid schon in der Höhle. Ich bin drin, ja. Ich bin hier da am Jagen. Eisen ab. So, ich zimmer da jetzt mal irgendein Haus hin. Wo? Vor der Höhle. Aber. Eigentlich kannst du die Höhle direkt mitnutzen, ne? So. Ja, aber mach ich eigentlich auch. Aber ist ja doof wegen Lungenentzündung dauernd. Also, würde ich jetzt nicht so feiern, oder? Ich meine vorne so eine Hütte ranbauen, dass man quasi. Ja, ja, ich mach das auch so. Ach so. So wie wir das gestern gemacht haben. Ja. Das ist quasi wie so ein Mineneingang. Ja, genau. Dann ist man safe im Haus und kann schnell in die Höhle. Und hat dann ein bisschen Platz. Die Höhle ist hier unten quasi an der Schluchtwand, ne? Ja. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das mit DLSS ist. Hat dann eine neue 3er-Serie? Da soll es ja normalerweise gehen. Soll man dann 20 Frames mehr haben. Je nach Auflösung und System. Das ist ja künstliche Hochskalierung. Gex, ich wollte dich nochmal was fragen. 4 Euro. Machen wir 5. Ja, bitte. Wie ist denn das mit den AMD-Grafikkarten? Sind die schlecht? Nee. Nö, sind nicht schlecht. Kann man die genauso gut, keine Ahnung, sind die von der Performance? Ich hatte noch nie eine, das, ich weiß nicht, ob du da. Die sind jetzt nicht viel schlechter. Aber als Nvidia-Fan, man muss ein Nvidia kaufen. Können wir uns mal hinsetzen, ein paar Vergleiche anschauen, also wirklich schlechter sind die nicht, nur ich brauche halt die CUDA-Cores bei mir. Aber die brauchst du ja nicht unbedingt. Also, du hast halt richtiges Raytracing, ich weiß nicht, ob du mit Raytracing dann spielen möchtest, hast du bei AMD nur bedingt. Und du hast halt DLSS, hast du halt das Super Sampling, wie das Ding heißt. Aber, ja, aber was kostet denn die Gamma? Also, die sind von der Performance her nicht viel schlechter, ist echt so. Je nach Spiel. Okay.
Je nach Spiel. Ich glaube, manche spielen sogar besser, aber. Für was brauchst du diese CUDA-Dinger? Ja, das ist fürs Umrechnen. Also das sind die. Fürs Encoding ist das gedacht, diese Cores. Aber dann, ja, für Zwecks, also Encoding halt, hier. 1600 hast du bezahlt, Gamma, okay. Wenn du zum Beispiel irgendwas schneidest, kannst du das damit einbinden, das Performance umkodieren und so, von einer an die andere Auflösung oder sowas. 1600? Ne? Mhm. Dann bleib ich bei Nvidia. Ja, aber das ist das Spitzenmodell. Vergleich es mal mit 3000 Euro oder 3090. Ja, die kostet 1900 und 300 Euro. Echt? Kostet die 3090? Ist die so günstig oder was? 3080 Ti kostet 1999. Ja, die musst du mit der 3090 vergleichen. Wenn dann. Gibt's die 3090 überhaupt? Na klar, das war glaube ich die erste sogar. Die 3090. Mhm. Also, ich hab, also, wenn, dann holst du dir maximal 3080 oder so, würde ich sagen, nicht keine höhere. Wenn du ein bisschen mehr willst, 3080 Ti, aber 3080 wird, glaube ich, wird reichen. Dann hast du von 1080 auf 3080 Upgrade. Okay, die kostet. Warum? Ich verstehe. Weißt du, was ich nicht verstehe? Ja. Die 3090, okay? Die kostet 2989 Euro, okay? Ja. Aber hat einen Speichertag von 19.500 MHz. Wenn du jetzt eine RTX 3080 nimmst. Ach, okay, die hat 24 GB. Das ist eigentlich keine Zockerkarte, das ist eigentlich mehr so für diese ganzen. Adobe, was ich halt gemeint habe. Adobe-Schneideprogramme. Ja, hat nämlich maximale CUDA-Cores und so weiter. Also, wenn du unbedingt was haben möchtest, so, was der Klasse. Maximal 3080 Ti, würde ich sagen. Da kann man eine Werkbank bauen. Ja. Das bringt dir aber nichts. Das Haus ist noch nicht zu. Kommt so raus. Sache, ich habe hier vorne Platz. Wenn du die hier hinstellst, dann sollte die auch schon kommen. Kommt doch jetzt. Okay. Kommt doch jetzt. Baue schon. Also Enzo, wir schauen dann, was available ist, wenn du das bestellen möchtest bei dir. Dann holen wir eine 3080 oder 3080 Ti. Maximal. Das reicht dann. Ja, also die 3080, die kostet wie viel? 1,3 oder so? 1,4? Ja. RTX 3080. Nee. 3080 Ti ist bei 2000 Euro. Ja, nee, dann 3080 dann. Würde eh bis Februar warten, da kommt die 40er Serie. Ist das schon sicher? Naja, aber dann, also die 30er Serie wird dann auch teurer, weil sie dann alle wieder gehypt sind. Ich glaube nicht, dass die alte günstiger wird dann. Boah, es gibt nur eine einzige 3080er. Ja, holst du dann die 3080 und dann passt das. Ja, 3080 mit 10 GB, 1600 Euro. Schnapper! Und was kostet im Vergleich dazu die 6,8er? Auch so viel, laut Gamma. Ne, die 6,9er. Achso, ja, die 6,9er kostet 1,6. Okay, schau mal die 6,8er. Ja, der schreibt auch, kauft ihr eine 380, 3080 oder 3070 zum Zocken. Genau. Mein Tipp wäre eine 3060 Ti oder 3070, wenn du dann günstiger haben möchtest, aber du willst es ja, glaube ich, stärker haben. Ich möchte auf jeden Fall mehr wie 8 GB haben. Das ist mir schon wichtig, weil die Games, die saugen. Mhm. So, ich komme von der Jagd nach Hause. Hab viel Sachen mitgebracht. Aber das Haus sollte überall zu sein. Ich schau, dass ich noch einen Hasen mitnehme. Was ist mit dem Hasen, der slidet hier? Hallo Michael Jackson, was ist das? Michael Jackson. Ah, ich nehme wieder. Macht er den Moonwalk, ja? Ja, ich nehme wieder Weizen wieder mit, da haben wir den Buff.
back wieder Brot für uns. So ein Brötchen für die Jagd. Das schadet nie. Das ist geil. Die Ausdauer-Regeneration ist mega. Von einem. Ja. Ist perfekt, perfekt im Schnee. Wenn eine Leder hat, dann müssen die Oxy-Sache bauen. Hülle ist vom Eisen her leer. Eisen liegt alles in der. Ja, dann baue ich den Rest ab. Ich habe ja die andere Spitzhacke, da kann ich alles abbauen. Wie stark ist eine 6-8er Gamma? Ist das Vergleich mit der 3070 oder was? So, 1000 Weizen sind 20 Brote. Ja, die am besten erst her, wenn wir losgehen, oder? Können wir machen. Nicht schlecht werden. Oh, jetzt habe ich schon keinen Taschenmesser, das kann ich nicht ausmachen. Latin brauchen wir nicht, Latin. Kupfer brauchen wir. Ah, ich glaube, der Bogen braucht auch Stahl, oder? Yep. Okay, gut. Ja gut, Stahl ist schnell gemacht. Dafür brauchen wir nur den Zementmischer und den Ofen dann. Ja, richtig. Und die sind relativ schnell gebaut. Dafür echt? Wollt ihr so hoch gehen, oder was? Aber gut, zu viert geht's ja bestimmt. Ja. So, 1486 Weizen hab ich. Also ich bin zufrieden mit der Tastatur, Gex. Mega. Wisst ihr, hab ich dir doch ausgesucht, Kappa. Welche hast du? Die Rocket 121 Eimer. Vielleicht müsste mir auch mal irgendwann eine neue Tastatur zulegen. Ich habe nämlich noch einfach nur so eine Standard-Tastatur. Die ist zwar eigentlich funktioniert einwandfrei, aber ist halt, denke ich, Müll. Ja gut, ich war halt sehr, 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 sehr lange im Überlegen, was für eine ich nehme, weil ich hatte die. Was war denn das? Die Black Widow von Razer. Mhm. Aber die ist halt 10 Jahre alt und da ist so ein Fuß kaputt von der. Also ich kann die schon noch benutzen so. Ich werde die jetzt noch putzen, schön sauber machen und dann irgendwo hinlegen. Und falls ich dann irgendwann mal für irgendwas eine brauche, habe ich da alles da, was ich brauche. So sind die Tiere hier Level 4 und Level 2. Ja, verstehe ich. Das ist eine Extremmission. Das ist nicht wirklich gebalanced. Ist bei Grün, ist das Haus da, ne? Bei Grün? Ja. Ich bringe mal ein bisschen. Habt ihr schon eine Häutungsbank? Also ich hätte Mats dafür. Kommt jetzt. So. Also ich bin echt zufrieden mit der. Ich dachte, ich komme irgendwie nicht klar mit den Tasten und so, aber. Ja, wir schauen es dann schon nochmal genau an. Es kann ich jetzt noch nicht im Survival-Spiel jetzt hier Weltschmerz anschauen. Auch machen wir dann schon mal hier. Beim Essen oder so hier. Ich vergleiche nochmal die Karten. Wo ich eigentlich die Benchmark schon gesehen habe, aber nicht mehr auswendig, weiß ich alles. Kann man schon einen Ofen bauen? Wir brauchen Leder. Wer haben wir das auf die Dinge schon? Dann baue ich dann erstmal das. Ne, haben wir noch nicht. Okay, auf die Dinge baue ich. Häutungsbank, da brauchen wir ein bisschen Stein. Den gab's ja hier. Ja, wir müssen jagen. So, ich komme gerade von der Jagd. Was hast du gejagt? Bring einen Wolf mit. Ja, Häutungsbank steht klein. So. Ja, also für die Extremmission sollten am Anfang hier mindestens 7 Bären sein. 7 Bären, die uns 80 mal töten, dann es kommt mir ein Stress. Das wär meine Idee. So. Okay. Häutungsbank kommt hier hin. So. Einfach hin. Bin ich hier komplett falsch gelaufen schon wieder? Bin komplett falsch. Hier neben Höhleneingang kommt Oxy. Irgendwas, wo ich meine Weizen. Warte, ich muss mal kurz hier. Kiste. Die andere Seite. Platziere ich mal einen Schmelzofen. Null. So, irgendeine Kiste hinstellen. Was habt ihr denn da hingeschmissen? Stein. Oha, unsere Werkbank.
Ah, die Ziegen geben 40 Leder. Haben sie das geändert? Ja. Die gaben doch 30, oder? Jetzt leckt sie wieder. Kann sein. Habt ihr das Weizen aufgenommen? Soll ich eigentlich schon mal eine Kiste mit Weizen? Ja, ich hab's aufgenommen. Passt, ich soll eine ganze Kiste füllen hier. So. Oder fast. So. Ich schau mal Oxyclay rein. In das Ding. Achso, ich brauch Stein für das Ding. Ich stelle mal wieder ein paar Lagerfeuer hin. Mörser wird gebaut. Wird gebaut. Es kann nicht gebaut werden, es wird bereits gebaut. Wird gebaut. CNC. Einheit. Wo du das gestern gesagt hast, hab ich direkt erstmal eine Runde CNC Channels. Ja, ja, geil, gell? Einheit einsatzbereit. Wird gebaut. Fan-Kult heutzutage, sowie Intel und AMD Events und CPUs gibt tatsächlich Benchmarks. Performances schauen sich die wenigsten an, weil sie vom Vorstand schon wissen, was besser ist. Ja, wenn man schon immer ein Video gehabt hat, hat man ein Video. Wenn man immer AMD gemacht hat, nimmt man AMD. Aber es nimmt sich ja alles nicht mehr so viel zum Glück. Aber erst jetzt mit dieser Serie ist einem, hat AMD wieder aufgeholt. Ob CPU oder Grafikkarte. CPU ist jetzt schon länger. Ja, AMD war ja mal ewig so weit hinten an. Ja, das stimmt. So. Oh, Oxygen low. Ja, die ich Bank steht schon. Du könnt die Oxy einfach reinschmeißen. Ich mach meine ganz hinten rein. Meins ist bei so ganz, 2. Ich bringe gerade Oxy. Ja, ich soll auch mal ein bisschen, ich krieg ja mehr. Wo wurden die alle voll? Ich krieg ja mehr raus. Auch mal das dann. Oh. Dann ist der zweite, der. Hä, wie zeigt's denn die an? Sortierst du die gerade um, oder? Hast du kein Oxy irgendwo? Das zeigt draußen anders an als innen. Ich glaube, die erste wieder zum Einzel getan. Ich wollte auch ein bisschen was, habe ich die kurz weggetan, die eine. Ich tue meine mal auf den zweiten Slot. Halt. Kannst du aber nicht füllen, jetzt sind kein X mehr drin. So, was habe ich denn? Kein Trinken, kein Essen mehr bei mir. Frech. Herstellen. Naja, ich habe auch kein Trinken mehr, kein Essen. Ich stelle gerade Lagerfeuer, vier Lagerfeuer mehr, bis ich was kochen kann. Ja. Stell sie draußen hin am besten. Ja, wenn ich sie draußen hinstelle, kommt sofort Wind. Gestern auch passiert. Geht der Lagerfeuer kaputt, ne? Ja, aber du kannst nicht grillen währenddessen. Achso, ja, aber das ist ja das Schlimmste ever. Non-Grilling-Content, imagine. Ich hoffe, dass die Kisten nicht abbrennen. Schon ziemlich nah. Man kann ja bei dem Stein hier nicht bauen. Das ganze Haus, das kannst du nicht bauen hier alles. Das ganze Haus ist hier. Es ist komisches Haus hier, sage ich euch. Man kann hier nicht bauen beim Stein. Nur was? Hier geht's. Ja, du kannst hier in der Ecke nicht bauen wegen Stein. Das ist Mist. Kannst hier gar nichts bauen. Lagerfeuer geht auch nicht hier hin. Die Ecke ist nicht zum Bauen gedacht. Ja, kannst du nicht. 9/10 vom Haus Stein. Also nicht bauen. Also, lass dich gut, nie wieder Haus bauen hier. Sehr fix nochmal. Bläder Hund, Bläder. So. Aber gut, ist ja für die Optik, ne? Ist ja okay, ist ja richtig. Oi! Kann mich mal jemand aufheben? Jupp. Mir ist der Baum auf den Kopf gefallen. Aber doch, jetzt legst ist hier. Da vorne irgendwo. Ja. Hier geht's jetzt. Bitte. Danke. Und ich mach hier die Lage vorhin, wo es nur so komisch zu bauen geht. Ich kann nicht so halb deployen hier. Ah ja, jetzt ging das so, okay. Neben, also alleine ging es nicht, aber wenn eins daneben gebaut wird, geht das anscheinend, okay. Eins hast du durch Plusplate angeschnitzt. Nö, das Ganze geht's nicht. Hatte schon eine Richtigkeit. So. Hier ist die Bank. Haben wir schon Textilbänke? What? Oder bauen wir die? Haben wir doch schon. Habt ihr schon. Achso, du meinst zum Klamotten bauen.
Braucht jemand noch die? Die ist noch nicht da. Braucht ihr noch jemand? Ja, ich bin. Wir sind ja alle ausgerüstet hier. Ich werde mir auf jeden Fall eine Fellrüstung machen. Ich mache einfach mal so random eine halbe Kabinenabdeckung. Muss auch mal sein. So Style halt. Direkt so einen Stein. Sag das Eisen. Läuft. Alter, ein Stück noch, dann können wir einen Amboss bauen. So. Wenn wir da reinschmeißen. So, Leder ist alles drin im Ding. Stöckchen. Knochen behalte ich erstmal hier. Das. So. Hab alles reingeworfen, außer die Knochen. Der Chat ist aber echt immer ruhig. Ja. Mhm. Na, jetzt wieder. Vorhin war ja Action. Wenn man das sieht, 100 Leute da und keiner will mit uns feiern. Ja, wir zocken jetzt. Als wir eben geschaut haben, Videos und alles, war es voll. Das ist normal, je nachdem, was jetzt gemacht wird, weißt du? Man muss mich daran gewöhnen, dass man niemand zwingen kann, 24/7 zu schreiben. Doch? Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Außerdem ist die Anzahl scheißegal, die habe ich überall ausgeblendet. Ich habe nichts da stehen. Brauchst mir auch nie sagen, interessiert mich nicht. Ob eine Person da ist oder. Ist auch besser, meinst du? Ja, so war das auch nicht gemeint. Naja, ich sag genau. Und das mit dem Chatten, wenn man 1000 Lurk hat, ist das scheißegal. Genau, Gamma, danke dir. Rette. So, ich geh jetzt saufen. Oh, da ist ein Wolf. Saufen wir den Wolf erstmal, Wolf Main. Das sieht aus, saufen. Kann ich mit dem noch saufen, wenn ich ihn am Rücken habe? Bestimmt, oder? Wenn ich dann Drops sind. Ja, das ist mir zu gefährlich. Nicht dass jemand anders dann den nimmt, weißt du? Man kann Wasser trinken. Mit dem Wolf. Main. Na cool. Mal, ja. Haben wir direkt noch eine. Eine Hölle? Wer wollte noch mit? Hölle? Wir brauchen noch Alu halt, um die Birken zu bauen. Ich glaube, das, was wir da haben, reicht nicht. Wo bist du gerade? Im Haus stehe ich. Achso, ja. Ich habe nur keine Spitzhacke. Ich muss nur eine Spitzhacke. Ich kann mit, ich kann ja ab der Spitzhacke. Ich kann dir aus dem Ding da. Oder so. Ich kümmere mich hier sonst erstmal ums Bauen. Warte mal, da. Nee. Hä, jetzt finde ich das Haus nicht mehr. Ist das nicht beim grünen Punkt, oder? Okay. Ganz kurz um das kümmern. Einfach Wind hier. Kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Was denn? Schweinereien machen, sag. Ach, der. Lol, ich renn zum grünen Punkt, da ist das Haus dann gar nicht mehr. Ich tue einfach stupide zum Punkt laufen hier. Ich würde sagen, ist eigentlich Wasser hier. Ich habe jetzt rot gemacht hier. Okay, rot lassen wir dann mal dort. Ja, rot war Wasser. Beziehungsweise deinen Server kannst du immer beim Haus platzieren. Also den Servermarkt. Ich hab mal 4 Langbögen hergestellt. Wunderbar. Servermark raus. Da muss ich alle tun. Hab ich. Ist so eine Farbe weiß oder so. Tue ich mein Rot einfach mal in random Schneegebiete. Dass es weg ist. So. Auffangbecken? Oh ja, geil. Ja, ich habe keine Lust hier bis irgendwo zu einer Pfütze zu laufen. Ich hoffe, echt? Ich denke, ich werde mit Flachi, was ist los? 2 ja, Meter nach unten musst du. Verdurste. Achso, sag doch was, komm her. Du musst 2 Meter nach unten laufen. Deswegen habe ich gerade. Ich wollte jetzt zum Regengott beten. Ja, kannst du von uns immer. Aber 2 Meter nach unten ist auch ein Ding, ne? Ist auch ein See. Da komme ich gerade her. Hier liegt noch eine komplett volle Sauerstoffflasche drin. Ich weiß nicht, wie mir gehört. Meine. Ich muss auch noch aufladen. Ich hab nur kurz aufgeladen. Oh, ich habe hier schon einen Dieber von der Höhle hier, wenn ich zum Oxygen gehe. So, wo gibt's jetzt hier Wasser? Ja. Einfach unten, warte, ich mach's mal red. Ach. Da sauge ich doch mal dran. Genau, let's go. Da hast du zurück. Wie lange braucht denn diese Flasche hier? Ist eine Katastrophe. Ja.
So. Muss ich mal kurz Änderungen vornehmen. Randalierer, raus mit dir. Hallo. Oh. Brennt hier was oder warum ist hier so rot? Nö, ist nur Feuer. Hier Menge. Nee. Alter, ich hab gerade einen übelsten Grafikbug. Oder es ist dein Gesicht. Das kann ja auch sein. Das weiß man ja nie bei dir. Ich muss mal reloggen, bei mir ist gerade alles weinrot geworden. Ach so, ja, weil du hier verdurstet bist und dann ist das geblieben, weil du dazugekommen bist. Bugfehler. Ein Bugfehler. Also geh mal nun in die Hölle oder was? Ich bin dabei, ich hab ja alles, oder was machen wir? Wo können wir machen, ja. Okay. Ich baue hier. Hast du den Bogen rausgeholt? Langbogen? Nö,